Deshalb, weil dieser Duft hat für mich einen situationsbedingten Einfluss, dass man einerseits dran schnuppern muss, weil der ist einfach total faszinierend, ja. Aber manchmal denke ich mir, wenn ich den aufsprühe, ich muss mich jetzt duschen. Also wenn ich mir den jetzt nicht abwasche, dann fange ich an, krieg so einen Würgereiz. Einen wunderschönen guten Tag, ein tolles Hallo an alle Duftliebhaber und Parfüminteressierte. Schön, dass ihr bei Richards Herznoten seid. Ich freue mich sehr, dass ihr mit mir jetzt diesen neuen Duft erleben könnt, euch inspirieren lassen könnt, wenn ihr ihn noch nicht kennt oder euch vielleicht kaputt macht, wenn ich jetzt über den Duft spreche. Denn es ist ein fantastisch bewerteter Duft. Wenn mich das nicht täuscht, ist der bei Parfumer mit 8,9 bewertet. Ja, fast phänomenal. Irgendwann wird er wahrscheinlich die 9 auch durchbrechen. Und ich lese über diesen Duft ein fantastisches. Es geht um Vidian. London, Vidian, eine Marke, die ich sehr schätze. Sahara ist phänomenal, auch Al-Wasl und so weiter und so fort. Also ich kenne eigentlich nur sehr gute Düfte und auch diesen habe ich hier gekauft. Aber. Und was das Aber ist, das möchte ich jetzt mit euch ganz gerne herausfinden. Um es gleich vorweg zu sagen, dies Jahr Vidian London ist einer der faszinierendsten Düfte von Vidian und einer der Düfte, die mich einerseits animiert haben, ihn zu kaufen. Also ich wollte ihn unbedingt. Es ist ein fruchtig, ledriger Duft und anhand dessen seht ihr auch gleich, es ist irgendwie ein ungewöhnlicher Duft und es ist ein Oud-Duft, also hat eine Oud-Komponente, die durchaus sehr deutlich ist. Und diese Melange, dieses fruchtig, ledrige, deutlich mit deutlich Oud-Faktor führt dazu, dass man einerseits dran schnuppern muss, weil der ist einfach total faszinierend, ja. Ich habe jetzt auch gerade drauf. Es ist wirklich eine olfaktorische Inspiration, die ungewöhnlich ist. Ja, man denkt, na, was riecht man denn da irgendwie, ja? Und man will herausfinden, was man da genau riecht, wo das Fruchtige liegt, wo das Ledrige liegt, wo das Oudige liegt. Aber es führt gegebenenfalls, je nach Situation muss man dazu sagen, auch zu Übelkeit. Ja, und diese Übelkeit ist natürlich nicht schön, aber mir ist es aufgefallen, dass, sind wir mal ehrlich, also ich persönlich schätze Düfte, die mich faszinieren, die mich locken, habe ich ja schon öfters gesagt, die aber gleichzeitig nicht so eintönig sind. Es gibt von Tom Ford ganz tolle Düfte, die ich auch toll einsetzen kann, Mandarino di Amalfi oder sowas oder Neroli Portofino. Das sind Düfte, die sprühe ich auf und dann weiß ich, was ich habe, toll. Aber es ist kein Duft oder es sind keine Düfte, mit denen ich mich auseinandersetze, länger wie jetzt für den Moment oder ich genieße das oder sage, wundervoll und fertig. Und das ist aber ein Duft, ja, jetzt zum Beispiel auch, umhüllt mich ja jetzt alleine nur von dem Aufsprühen, dieser London Vidian, und der reizt mich. Der sagt irgendwie immer, lass mich nicht in der Ecke stehen, ja, ich bin da. Und wenn dir das nicht passt, dann komme ich und tu deine Nase irgendwie herauskitzeln und du wirst reagieren müssen. Entweder du kommst zu mir oder du wirst weglaufen. Und das Faszinierende bei dem ist, und das weiß ich nicht, an was es liegt, vielleicht an dem, wie es mir an dem Tag geht, ob ich irgendwie gut drauf bin, gut geschlafen habe, schlecht drauf bin, ob ich was Bestimmtes gegessen habe, ich weiß es nicht. Ich erwähne es nur deshalb, weil dieser Duft hat für mich einen situationsbedingten Einfluss. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Also der Duft ist einmal phänomenal. Also zum Beispiel heute würde ich sagen, der Duft ist phänomenal, toll. Aber manchmal denke ich mir, wenn ich den aufsprühe, ich muss mich jetzt duschen. Also wenn ich mir den jetzt nicht abwasche, dann fange ich an, krieg so einen Würgereiz. Sagt mir doch mal, ist es jetzt nur, geht es nur mir so? Ist es jetzt nur, oder woran könnte das liegen? Und woran das liegen könnte, liegt vielleicht auch an den Inhaltsstoffen. Ich glaube es zwar nicht, aber lasst es uns mal kurz eruieren, herausfinden. In der Kopfnote hat es Teil: Oud, Zypresse, Veilchen.
Also ich behaupte Oud deutlich. Und ich behaupte, dieses blumige, zypressenhafte, ja, also ich mit, also natürlich jetzt nicht die Zypresse kann man raus, aber es geht ja darum, kann man irgendwas Blumiges riechen, hat es einen blumigen Anklang, ist es udig, ist es fruchtig, also das ist mit Sicherheit dieses Udige, was in irgendeiner Form eingewoben ist, ob es jetzt an der Zypresse oder dem Veilchen liegt, das kann ich natürlich nicht sagen, denn vielleicht liegt es an den Herznoten, und zwar Maiglöckchen und Himbeere. Jetzt kann man natürlich sagen, kann man Himbeere rausriechen, ja, das sind irgendwelche Moleküle, die dann zusammengekippt werden, die so einen Himbeereindruck haben, aber ich würde auch sagen, ja, dieses Fruchtige, dieses Himbeerhafte, das kann man rausriechen, also man kann dieses Fruchtige erkennen und wenn mir jemand sagt, es ist Himbeere, dann sehe ich die Himbeere ganz groß, dick vor Augen und dann bilde ich mir ein, ja, ich rieche die Himbeere. Wenn man wahrscheinlich sagen würde, das ist Erdbeere oder das ist irgendeine andere Frucht, dann würde ich das auch so sagen, ja, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, es ist Himbeere drin, dann würde ich sagen, jawohl, es ist so eine himbeerartige Fruchtigkeit. Und auch gleichzeitig mit den Maiglöckchen und den Veilchen, es ist diese Blumigkeit da und es ruht ja dann sowieso. Und in der Basisnote Moschus, Vanille, Amber und Leder. Gut, Amber und Moschus, so dieses leicht süßliche Anklang, dieses geschmeidige, Vanille ja sowieso, wer mag Vanille nicht, das führt auch zu einer gewissen Cremigkeit. Und interessanterweise all das, das Fruchtige, der fruchtige Aspekt, dieser udige Aspekt und dieser ledrige Aspekt. Die sind so zu einem breiartigen Gemisch, aber nicht unangenehm. Also ich hatte das mal bei Aumont-Jane, hatte ich mal bei Royal Elixir, glaube ich, oder überhaupt die Aumont-Jane-Düfte haben oft diese Breiigkeit, eine anziehende Breiigkeit, auch mit verschiedenen Aspekten. Aber hier erkenne ich eine Breiigkeit. Und jetzt ist interessant, diese Breiigkeit mit den drei für mich, jedem geht es anders wahrscheinlich, mit diesem Fruchtigen, mit diesem Udigen und mit diesem leicht Ledrigen, diese Dreieinigkeit, Breiigkeit, ja, Dreieinigkeit, Breiigkeit, naja, reimt sich ja. Das führt dann dazu, dass ich einmal sehr angezogen bin, dass ich sage, total faszinierend, ja, das ist irgendwie, und manchmal, je nachdem, aber ich kann es nicht sagen, an was es liegt, wo ich sage, ich bin angewidert und ich muss gleich kotzen. Also, ein faszinierender Duft. Und die meisten sagen ja, die Variante 1, die ich gerade genannt hatte, dieses Anziehende steht im Vordergrund. Die Frage ist jetzt, ob es für Männer wie Frauen geeignet ist. Ja klar, natürlich das Blumige, das Fruchtige, das Udige spricht eigentlich alle möglichen Nasen an. Wenn man das Fruchtige vielleicht im Vordergrund, dann würde man ja sagen, oder das Blumige, würde man sagen, ja, ein bisschen mehr fraulich vielleicht, das Udige, vielleicht ein bisschen mehr männlich, das Ledrige. Eigentlich für beide, weil es ist ja kein Leder, was irgendwie so zu dominant ist. Also man riecht es heraus, aber es ist ja nie, alle Aspekte sind ja nie so dominant. Es ist dieses, was ich gesagt habe, Breiige, dieses Verwobene, dieses Zusammengemixte, was eigentlich jedes Geschlecht ansprechen kann und wahrscheinlich auch anspricht und gleichzeitig dazu führt, dass es ja auch nicht so dominant ist. Also wer den London aufsprüht, der wird jetzt keinen dominanten Duft haben. Projektion und Silage sind sehr präsent, also wenn ihr in einem Raum seid, der Raum wird sich füllen, aber mit der Zeit. Ihr seid natürlich, ihr sprüht jetzt ganz viele Sachen hier drauf, ja, ganz klar. Dann ist es ein sehr dominanter Duft. Also, wenn ihr den sehr dezent einsetzt, dann ist es sogar ein Büroduft. Also, ich habe keine Stimme gehört, die irgendwie gesagt hat, es wäre zum Beispiel ein Oud-Aspekt dabei, der unangenehm sei. Das schafft Vidian ganz gut durch diese Verwobenheiten, ja. Weil keiner der verschiedenen Inhaltsakkorde im Vordergrund steht. Und deshalb wahrscheinlich ist es auch ein ansprechender Duft für sämtliche Gelegenheiten, sage ich jetzt mal, auch wenn ihr abends mal weggeht, selbst vielleicht in der Disco oder wenn ihr irgendwo in Gemeinschaft seid. Es ist nichts, was negativ auffällt, weil er auch gleichzeitig edel wirkt. Und natürlich jetzt im Sport nicht oder für solche Sachen, da ist es bei Oud-Düften oder bei so Sachen,
die doch durchaus eine gewisse Potenz haben, kann man das so sagen. Ist es ja sowieso schwierig, aber ansonsten ein Schmeichler für alle Möglichkeiten. Und welche Assoziationen hat man jetzt bei den London? Tja, also wieso der jetzt eigentlich London heißt, wenn ich jetzt dieses Marketing-Kauderwelsch gelesen hätte im Vorfeld. Manchmal ist es total interessant, dann hätte wahrscheinlich mir oder hätte ich mir irgendwas lesen können, dass London so Multikulti-Stadt ist, eine große Metropole, alle möglichen Gerüche und Sinne anspricht, ja. Und natürlich, ledrig, fruchtig, udig, spricht er auch vieles an, dieses Blumige. Aber letzten Endes, ich habe etwas gelesen, was gar nicht so schlecht ist, dass man vielleicht so einen Himbeer-Leder-Aspekt hat mit Ud, hochwertig, sich in einem hochwertigen Fahrzeug befindet, Fortbewegungsmittel, und dort eigentlich so eingebettet ist in so hochwertige Materialien und dann so ein bisschen genießt. Vielleicht kann man das sozusagen als inneres Bild auch wahrnehmen, dass man sagt, es ist schon ein hochwertigerer Duft für eine hochwertigere Gesellschaft. Also wer jetzt zum Beispiel ein Rewe oder ein Aldi fährt, ja, also wenn ich da hinfahre, dann würde ich den jetzt nicht aufsprühen, einfach weil ich hätte keinerlei Assoziation damit. Und oft ist es ja so, wenn man irgendwo hingeht, dann möchte man ja auch mit dem Duft, den man sich aufsprüht, irgendwie in Einklang stehen zu dem Ort, wo man hingeht. Ja? Also in der Oper werde ich mir jetzt keinen, mir fällt jetzt kein blödes Beispiel ein, werde ich mir keinen Duft nehmen, wo ich weiß, der ist unangenehm für meine Umgebung und die fragen sich, ja, was soll das jetzt? Ja? Also es sollte sich schon irgendwie einfügen, auch in den situativen Kontext, in den ich mich einbette, und gleichzeitig aber auch für mich so etwas sein, wo ich sage, ich stehe jetzt im Einklang mit der Situation, der ich mich aussetze. Deshalb tut mir ja auch bestimmte Düfte nicht ins Büro nehmen. Ja? Ich würde jetzt keinen Kemi Hayat ins Büro anziehen, wenn ich mir nicht bewusst wäre, entweder ich will auffallen oder ich will eine bestimmte provokative Geste irgendwie einnehmen. Oder aber wenn ich sagen will, ich will einen Duft, wo ich eher zurück habe, wo ich mich einbette in die Situation, dann suche ich mir den schon voraus, wie ihr wahrscheinlich ja genauso. Also, Vidian London, ich kann verstehen, dass er so wunderbar bewertet ist. Bei mir, habe ich versucht euch darzustellen, ist es etwas zweischneidig. Warum, kann ich nicht sagen. Aber heute zum Beispiel ist es der Genuss, der im Vordergrund ist, und das freut mich. Insofern habe ich mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal, euer Richard.